Um mit dem Scharfschützen von Level 5 auf Level 6 zu kommen, müssen wir 30 Gegner mit einem Scharfschützen- oder Präzisionsschützengewehr töten, 3 Gegner mit einem Scharfschützen- oder Präzisionsschützengewehr aus mehr als 200 Metern Entfernung, 3 Gegner in weniger als 20 Sekunden mit den genannten Gewehrklassen und eine Drohne mit der Klassentechnik Panzerbrecher zerstören. Das ist ein Haufen. Not gonna lie, aber wir kriegen das hin. Wenn wir denn mal Gegner finden. Meter, ne? Gut, ich glaube, die Pings, die gehen nur 150, ne? Ja, naja. Ich höre Gegner, sehe aber keine. Irgendwo da müssen Gegner sein. Außerhalb vielleicht. Vorne? Was sind die denn? Ich habe extra hier angehalten für die Anmoderation, weil hier ich hier Gegner gehört habe. Ist ja jetzt schon wieder lange, lange, lange Zeit keine Folge gekommen. Lange Geschichte. Aber ja, gut, ich war ein bisschen krank. Danach habe ich es vergessen. Ja, ich habe es wirklich vergessen. Und ja, kam eins nach dem anderen, wie das halt immer so ist. So, hier sitzen zwei. Kriege ich die beiden mit einem Schuss? Nein, kriege ich nicht. Kriege ich noch einen dritten? Noch einen dritten, bitte. Oder, naja, schade. Selten Gegner. Ja. Oh, guck mal. Der war mehr als 200 Meter entfernt. Und es war noch innerhalb der 20 Sekunden. Nice. Ist der da hinten auch mehr als 200 Meter entfernt? Und Feuer! Bam. Einen brauche ich noch. Einen brauche ich noch. Die Frage, wo kriegen wir eine Drohne her? Wie sieht es denn in den Welteinstellungen aus? Habe ich da Drohnen an? Ja, Drohnen ist klassisch, okay. Gibt es da noch einen irgendwo? Vielleicht einen Scharfschützen auf dem Dach oder so irgendwas? Da oben drauf? Nee. Naja. Na gut. Ungern in das Lager rein mit dem Scharfschützengewehr, aber wenn es nicht anders geht, oh, da kommt jemand. Zumindest gerade jemand vorbeigelaufen. Stell dir vor, du könntest dir eine eigene Insel kaufen. Ich möchte nicht tauschen. Was muss der tun, um so viel Kohle zu scheffeln? Ja, hier ist nichts. Mach einfach deine Arbeit. Nun. Ich verschaffe dir einen Überblick. Oh, danke, Fury. Alle gut Entdeckung, ne? Ach, das ist schlecht. Ist schlecht. Geht da hoch? Sie hatte sicher nichts zu erzählen. Stimmt? Was denkst du denn? Ich sag dir, wir Zwei. Die warten nur auf uns. Wenn die jetzt kommen, habe ich ein Problem. Oh shit. Nein! Oh wei. Das war's mit mir. Kampfdrohne aktiv. Verschaff uns mehr Feuerkraft, Fixit. Geh in Deckung, Nova. Du musst verarztet werden. Ach, Mist, ich war noch gar nicht tot. Aber weißt du was? Ich respawn einfach. Oder? Ist einfacher, ne?
Ich war gerade dezent Brain AFK. Ganz dezent. Ganz dezent Brain AFK. Ich habe den roten Kreis gesehen, aber habe gar nicht drauf reagiert. Dachte irgendwie, ich bin da sicher. Keine Ahnung, was da los war. Sind wir hier überhaupt so genau? Gibt es hier vielleicht mehr Gegner, die einfacher zugänglich sind als dort? Könnte sein, ne? Ja gut, aber wir sind immer noch in der Nähe von dem Ding. Also gehen wir nochmal dorthin. Brauchen wir noch 24 Gegner allgemein. Gut, die machen wir nebenher. Noch einen aus großer Entfernung. Noch 2x3 hintereinander und dann noch eine Drohne. Steht da ein Gegner? Hier ist ein Busch. Oder ein Bäumchen. Kann ich das ja eigentlich wieder genauso machen wie eben, ne? Kriege ich auch wieder die 3 und die, wie heißt, also die 3 schnell hintereinander und den Gegner aus großer Entfernung gleichzeitig hin. Achtung, Feindkontakt. Da, das sind die beiden. Ach Mist, ich mache zuerst den hinten. So. Gut. Gegner töten noch. Die haben was bemerkt. Ja, wenn die jetzt da wie wild rumrennen, kann ich da noch ein paar töten. Zählt das Ding eigentlich als Drohne? Der Geschützturm. Ist ja im Grunde eine Geschützdrohne, ne? Antwort ist nein. Oh shit. Oh Mist, der Funker hat Verstärkung, oder? Nee? Keine Funkerverstärkung. Jetzt kommt Verstärkung. Wir hätten auch leben lassen können. Hätten wir mehr Gegner. Es ging mit ihm. Oh, hallo. Oh, Klassentechnik ist wieder bereit. Alter. Geht doch. Hier ist alles sicher. Ich mach mal den Schalldämpfer ab. Aber Drohnen werden keine kommen hier. Wo finden wir denn jetzt eine Drohne? Das kann ja auch eine Flugdrohne sein. So eine Billo-Drohne. Hauptsache eine Drohne. Gut, ein paar Gegner brauchen wir auch noch, aber oh, das Einsteigen bitte. Alle drin? Wunderbar. Oh, hallo. What the fuck? Warum ist das Ding direkt explodiert? Vielleicht gibt es in diesem anderen Lager ja eine, da oben, also da vorne, ja eine, so eine Überwachungsdrohne oder irgendwas. Die müssten eigentlich auch zählen. Steht da nicht dabei, was für eine Drohne. Einfach irgend so eine, oder in der Wildnis, so diese Polizeidrohnen, Cherubim. Ich erinnere mich hier an eine Mission, da gab es Drohnen, aber ich glaube, das war beim Sky-Event. Eine Drohne mit Panzerbrecher. Ist da unten eine Drohne dabei? Nee, nur ein paar Gegner. Einer ist noch da. Ihn nur noch nicht.
Habe ich hier bei dem Profil eigentlich schon die Waffenmeisterschaften freigeschaltet? Nee, nicht mal annähernd. Okay. Mit dem Gewehr im Anschlag schneller bewegen können, wäre schon cool. Hat sich da was? Nee. Ich lasse mal den Generator in die Luft fliegen. Ich muss die Stellung wechseln. Volltreffer, Baby. Noch 9 Gegner und dann nur noch die Drohne. Wobei die auch als Gegner zählen müsste. Wo kriegen wir denn eine Drohne her? Vielleicht im Wolf-Lager oder so. Ich habe hier bei diesem Profil noch nicht so viel. So tot war noch keiner. Hat dann noch nicht so viele Biwaks freigeschaltet. Juri, deinen Scan wäre mal angebracht. Wäre echt cool. Ah, danke schön. Das verschafft uns einen besseren Überblick. Da hinten, außer einen Scharfschütze da drüben. Finde, dann werden sie büßen. Ich treibe sie aus ihrem Versteck. Wenn ich diese Schweine finde, dann werden sie büßen. Ach, das ist eine Granate? Ah! Warum hat denn da eine Granate ausgewählt? So ein Blödsinn. Nicht allein. Gegner, das dann die Drohne wäre. Ich kann ja schon mal schauen, wo haben wir denn Wolf-Lager irgendwo? Da hätten wir eins. Sind jetzt natürlich noch im Kampf, aber dort könnten wir hin. Für Drohne. Und auch für den letzten Gegner, falls die Drohne nicht als Gegner zählen sollte. Oh nein, bitte lass mich nicht hier festhängen. Ich dachte gerade schon, warum ist der Radius bei der Sensorgranate rot? Glück habe ich nochmal nachgeguckt. Ich schnapp mir jetzt einfach ein Auto und Gerbamate. Gerbamate. Bauen wir uns einfach einen Truck und fahren weg. Hau rein. Ich hol dich wieder ein. Wer fährt mit mir mit? Wechselt du? Nee? Vasili? Wahrscheinlich Vasili. Der backt wahrscheinlich irgendwo rum. Ach, da kommt er. Wechselt, was machst du da? Na komm, egal. Ab geht's. Hauptsache aus dem Radius raus, damit wir uns wegporten können. Oh, guck mal. Was haben wir denn da? Eine Überwachungsdrohne.
Die genügt uns doch auch. Bestimmt. Jawohl, und damit sind wir auf Level 6. Haha, geil, nice.